Hallo ihr Lieben, hier ist Fischer Gaylor mit einem neuen Video. Habe ich jemals, ich muss mich ja wieder blamieren, ne? Ist klar, hier sind schon die Schilder mit Fragen, die, oh mein Gott, naja, wir werden sehen. Also fangen wir mal an. Das habe ich schon mal beantwortet, nämlich die. Habe ich jemals, was habe ich mich jemals bepinkelt in einem Auto? Nein, nein, sehe ich auch keinen Grund dafür, ehrlich. Man kann anhalten und aussteigen, oder? Irgendwie, keine Ahnung. Also nein. Okay, habe ich jemals ein Auto nackt oder halbnackt gefahren? Ja, habe ich. Mit einem Bikini vom Schwimmbad nach Hause. War das schlimm? Nein, also ich war ja nicht nackt, aber wenn das Auto stehen geblieben wäre, wäre es vielleicht schon ein bisschen, keine Ahnung. Aber ich hatte ja meine Klamotten hinten drin, also ja, nicht so schlimm. War ich jemals in einem Fahrstuhl eingesperrt und kam nicht raus? Also ist der stecken geblieben? Ja. Einem Job von mir. Das Ding ist einfach wirklich stecken geblieben. Ich war eine Stunde da drin und kam nicht raus. Und obwohl ich geklingelt habe und den Hausmeister gerufen habe, es hat ewig gedauert. Und es war grausam, also wirklich grausam. Ich habe Platzangst, es geht gar nicht. Gar nicht. Habe ich jemals Karaoke gesungen? Seid froh, nein. Ja, also wenn ich das getan hätte, gäbe es einige taube Leute heute, die damals in dieser Karaoke-Bar gewesen wären. Also ich kann überhaupt nicht singen. Ich kann schon singen, aber wenn Fenster kaputt geht oder so, ein Glasplatz, ist auch nicht so schön, ne? Naja. Okay. Habe ich jemals die 5-Sekunden-Regel bei Essen benutzt, das auf den Boden gefallen ist? Also 5-Sekunden-Regel, ne? Aufheben, bevor die 5 Sekunden um sind, um keine Bakterien oder weniger Bakterien daran zu kriegen. Ja, was heißt 5-Sekunden-Regel? Ich habe einfach, wenn etwas Trockenes ist, kannst du schon hochheben und essen, wenn es nicht gerade jetzt in was Schlimmes fällt. Weil auf trockenen Oberflächen halten Viren nicht so gut, ne? Was Nasses würde ich nicht essen, was Feuchtes. Also lasst es. Werde ihr krank. Oh. Habe ich jemals mein Smartphone in die Toilette fallen lassen? Was glaubt ihr wohl? Natürlich ist mir das passiert. Und es war Gott sei Dank Wasser, nicht wasserdurchlässig. Also es ging doch hinterher. Und ich habe es desinfiziert. Ach. Ich wusste es jetzt peinlich. Bin ich jemals mit blauen Flecken aufgewacht und wusste nicht, woher die kommen? Das ist eine Frage, die ist natürlich klar. Ja. Was soll ich sonst noch? Klar, natürlich, ja. Und ich weiß auch, ich denke, dass die wahrscheinlich davon kamen, dass ich einen Albtraum hatte und irgendwo dagegen geschlagen bin. Aber es ist nur eine Vermutung, ich habe geschlafen, ja. Und bitte jetzt nicht schreiben, geht zum Arzt. Okay. Weichen jetzt, Mann. Also da unten. Das habe ich schon mal beantwortet. Was habe ich mir jemals für mehr als 48 Stunden nicht die Zähne geputzt? Halt mal, das ist glaube ich verkehrt rum. Nein, ich habe die immer geputzt. Ja. Habe ich jemals meine Haare die falsche Haarfarbe gefärbt? Ja, oft. Also ich habe früher oft meine Haarfarbe gewechselt. Ich hatte alle Haarfarben, grün, blau, alles Mögliche. Und manchmal hat mir einfach nicht gefallen. Aber da hast du es drin, ja. Krieg das mal wieder raus, ne? Habe ich jemals in der Dusche eines Freundes laut gesungen? Wie gesagt, nein, ich will mich nicht blamieren. In der eigenen schon. Das ist mir egal, aber nicht. Meine Familie weiß, ich kann nicht singen, ne? Sind das gewöhnt, die Ohren sind eh taub. Also das war's jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und
Teilweise peinlich. Ja, macht's gut und abonniert meinen Kanal, klickt das Glöckchen an und es wird mehr Videos geben. Hinterlasst mir einen Kommentar, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Kommt wieder, werdet Teil meiner Internetfamilie. Ich schicke ganz viel Liebe. Bis bald.